Oder ich habe auch gedacht, jeder gedacht, hoffentlich kriegst du einen Heimatschuss. Kleine Finger weg, brauchst nichts mehr. Die Gedanken hatte ich auch gehabt. Andere haben das ja gemacht. Haben Sie sowas beobachtet oder gehört? Ja, das habe ich gehört. Das war sehr viel. Aber wenn das jemand gewusst hat, die sind nicht alle standrechtlich erschossen worden. Ja, was haben Sie zum Beispiel gehört? Dass selbst jemand in den Fuß geschossen hat oder Hand Finger abgeschossen hat und so weiter, nur weil sie heimkamen zum Überleben. Aber wenn das rausgekommen ist, die sind erschossen worden. Wissen Sie das Und sicher? Also ich meine, dass die erschossen worden sind. Wurden die wirklich erschossen? sehr wahrscheinlich wurden jetzt Chancen. Ich habe das erlebt, wie ich nachher in Genesungsurlaub war nach Stalingrad in Frankreich, war ich wieder in einer Ersatztruppe. Und da hatten wir auch einen, der ist mit dem Fahrrad geflüchtet, der wollte nach Spanien, der wollte Priester werden und war als Soldat gar nicht geeignet. Ja, also der war nicht fertiger Priester, der war. Und der hat Angst gehabt vor dem Schießen und der ist mit dem Fahrrad über die spanische Grenze, hat er zu mir gesagt: Ich halte es nicht aus hier, ich will nicht schießen. Und den haben sie geschnappt an der spanischen Grenze. Der ist zu uns gekommen und der musste von uns erschossen werden, von seinen Kameraden. Und wir haben ja alles so gut. Also nicht dem an, dass es an der Front genauso war. Aber ich habe es bloß nicht erlebt da. Aber ich habe es erlebt nachher.